momentane Reihenfolge: Fenrich, Forbonea und Dimireva. Und das ist Jana Dudeva aus Bulgarien. Ist sie. Stalder, halbe Drehung. Und dann beim Jäger heruntergefallen. Gestern hat sie ihre Übung noch schön durchgeturnt. Aber so ist das eben. Doppelsalto-Abgang. Sie hatte zweimal 9,7 erhalten. Das war gut für sie in der Pflicht und in der Kür. Schauen wir uns das nochmal an. Stalder, halbe Drehung. Da kommt sie ein bisschen schief und ein bisschen zu weit vom Holm entfernt, und da kann sie die Finger noch so lang machen, wie sie will, da kommt sie einfach nicht mehr dran. Und dann ist der Sturz vorprogrammiert. Der gebückte Doppelsalto, das war ja alles in Ordnung. Jetzt haben wir eigentlich die Turnerinnen gesehen, die aus dem Hinterfeld der Konkurrenz kommen, und es wird aber noch einmal spannend, denn zumindest die Silbermedaille dürfte noch hart umkämpft sein am Stufenbarren. Denn anschließend kommt Dagmar Kersten und dann Ekaterina Szabo. Jana Dudeva aus Bulgarien, 9,1. Ein richtiges Resultat.